Wen haben wir denn da? Dümpo, dürstender Diplodocus. Solchen Durst, ich brauche dringend Wasser. Warum suchst du da nicht nach Wasser, hm? Es wird nicht einfach vom Himmel fallen, ne? Die Sonne verbrennt am Dümpo, ich muss in der Höhle bleiben. Hol mir bitte etwas zu trinken. Ja. Okay. So far so gut. Ach, guck mal hier. Ei, gucke da. Oh. Der Notenschlüssel. Komm ran. Haben wir nicht Homing-Eier? Doch, haben wir, ne? Ja, okay. Hätte der Honig nicht auf die Dinge fallen können. Mutig. Nein! Ach Gott. No pain, no gain, oder wie was? Moment, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Verpiss dich! Mann, ey. Ist alles sehr tödlich hier. Und schon wieder rumflappern. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich mich frage. Handy, du warst nicht gemeint. Wo denn die Stegosaurus-Familie ihre Höhle hat? Hier ist der Eingang, ne? Der Welt. Da oben. Jo. Was haben wir jetzt hier an Warplätz? Pets schon. Von Mambus Schädel in der Nähe von Mambus. Mambus Schädel und Humbas Wigman. Wigman. Okay, wohnen die da vielleicht? Bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier dreimal im Kreis laufen, ne? Achso, ne, einfach nur wieder. Das war das, okay. Warte mal, der oben steht noch, oder? Ich bin echt grad. Nein, der Bahnhof steht. Mein Gott! Es ist früher morgen. Ist noch ein bisschen alles, so. Das ist der Bahnhof, ne? Jetzt haben wir ja wieder ein paar Eier. Wie weit fragt der sich denn raus, der Kleine hier? Immer. Hallo? Das ist doch nicht. Ich wollte den. Ja. Arschloch. Blöd sagt blöder. Oh Gott. Aber springen konnten die auch mal besser, ey. Da haben's doch gerade drin. Ach ja. So. Das war der
Vierte? Okay, das ist die Ugabunga-Höhle, genau, jetzt. Okay, dann muss. Ich habe keine Ahnung, wo die Familie wohnt. Vielleicht da? Haben wir nicht den Dino gesehen, wie der gelaufen ist? Warte mal. Nein, nein, oh Gott! Oh Gott! War das dumm? Ah ja, Styracosaurus und eine böse Honey. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Oh Gott. Mann, 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 du, ey. Split Pets, okay. Okay, das ist auf jeden Fall für Kazooie alleine, damit die höher springt und dann ohne unser Gewicht. Eine Mambo. Was ist denn überhaupt hier? Tacheles, Kinas. Danke, dass du mein verlorenes Kleines gefunden hast. Ey, du siehst nicht sehr zufrieden aus. Ich mache mir immer noch Sorgen um den Rest meiner Familie. Siehst du meinen Ältesten, Scrat? Er ist sehr krank und braucht dringend einen Arzt. Was für ein Arzt? Keine Ahnung. Bring mir einfach irgendeinen Arzt. Da soll ein verrückter Schamane auf der hohen Klippe wohnen. Leben. Vielleicht kann der helfen. Ja. Unser Squid ging eines Tages spazieren und kam so klein zurück. Für einen normalen Dinosaurier ist er zu witzig. Großartig. Gut zu wissen, dass nicht jeder in diesem Spiel böse ist. Okay. Squid, Squid und Scrat oder was das hier oben ist, die scheint happy zu sein. Der ist so klein. Und der ist krank. Allerdings kann ja leider Benjo noch nichts anfangen mit seinem Rucksack. Deswegen können wir hier relativ wenig ausrichten bis jetzt. Weil wir weder den Kleinen wegkriegen. Also den Kranken kriegen wir nicht weg. Okay, den Kleinen, den können wir gleich heilen. Oh, ich dachte jetzt falle ich runter und dann wär's gewesen, ey. Uiuiuiui. Großartig. Großartig. Vielleicht bleibe ich auch mal kurz hier. So. Sieht die Welt doch schon wieder besser aus. Okay, einmal mit Mambo Jumbo hier vorbei. Und aber hier waren noch auch die Sprungschuhe, ne? Dann hole ich mir jetzt erstmal den einen Jinjo. Da sind sie, genau. Ah, und da ist aber fiese Suppe. Oh, ich bin so ein Idiot. So, mit den Sprung. Kommen wir überhaupt dahin, wo wir hin müssen? Doch. Oder? Ja. Das müsste passen.
Respektive. Was? Müsste hier drauf sein. Passt das? Das war wieder sehr knapp bemessen, ey. Für die ganze Zeit A drücken, was wäre so dumm? Nee, das das ist es nicht. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Mambo. Mambos Zauber. Obwohl, nee. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Wir gucken nach weiteren Eingängen im Berg. Und dann gehen wir erstmal hoch. Da oben ist Dümpo, ne? Ja. Oh, dumm, 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 dumm. Oh, nee. Ich bin auch selber schuld, ne? Das sind ja alles Türen für den kleinen Dino. Vielleicht verwandeln wir uns dann gleich erst schon. So, hier aber jetzt. Hinein in den Berg. Im Berg, ja. Auch wieder splitty, split, split. Aha, aha. Wasser. Dings. Da ist der Weg. Tür. Ganz oben. Allzu spannend ist das hier aber auch nicht, oder? Da haben wir eine Cheeto-Seite und ein Schild und ein Eingang und zwei Eingänge. Ich glaube, das sind die, wo man als. Das sind die Dino-Türen draußen, die T-Rex-Türen. Oh, eine Flugplattform. Ja, dann bitte, ey. So, was haben wir denn da? Wasser, Wasser, Wasser. Feder unter Wasser. Da sind wir reingekommen. Ein bisschen hoch hier, komm. Aha. Eine Ranke.
ein Schild. Aua. Und? Oh. Ein Puzzle ohne Jumppad im Korb. Mhm. Mit dem Ei kann man auch nicht viel anfangen. Ansonsten ist da, wo wir reingekommen sind. Ja, komm, lesen wir mal kurz das Schild. Oh Gott, ey, so viel zum Thema lesen das Schild. Scheiße, ey. Großartig. Geht halt gerade echt ein bisschen schleppend voran, ne? Ich kann sagen, es sind bestimmt ein, zwei Folgen jetzt hierbei gewesen, die echt nicht so spannend waren, aber... Was soll ich machen, Kinders? Ich möchte hier vor allem systematisch vorgehen. Und dann muss man manchmal halt auch so Sachen in Kauf nehmen, ne? So. Schild lesen. Ach, geht doch. Hat jemand vor kurzem die Löcher in seinem Nest ausgebessert? Okay. Viel kryptischer kann man den Nachricht auch nicht, den Tipp nicht verstecken. Nun gut, schauen wir uns mal die Insel in der Mitte an, dann war es dort im Berg. Nee. Dorthin bitte. So. Haben wir ihn da. Aha. Da wird man mit dem Sprung schon rausgelangen. Schlingosaurus, Fleischfresser mit Magenkrampf. Huch. Was, welche dramatische Wendung? In Schlingosaurus Magen. Hörst du mich anrennen? Ich verdaue dich nicht. Wenn du mir bei meinem kleinen Magenproblem hilfst, willst du wissen, was du machen sollst? Naturelemente. Diese grässlichen Blaggeschwüre haben meine Magenschleimhäute befallen und sie tun mir wirklich weh. Schieß sie ab, bevor sie wieder verschwinden. Blaue sind 3 Punkte wert, ja, grüne 2, rote 1. Das kennen wir ja schon. Das zieht sich ja durchs ganze Spiel. Mit 75 Punkten hättest du mir schon sehr geholfen. Fertig, 3, 2, 1, los. Wie schieße ich nochmal? Ah, geil, da haben wir wieder Maschinen. Maschineneier, ey. Früher hatte ich mal raus, wie man sich drehen muss, mit welcher Geschwindigkeit, um wirklich jeden zu erwischen. Einfach durch Kreis drehen. Ich mach die 100 voll.
Oh, geil. Ah, das ist viel besser. Ich habe dieses komische Ding verschluckt. Ich dachte, es wäre ein Keks. Nimm es bitte mit, wenn du gehst. Haben wir auch 100 Punkte, dann muss man noch extra Preis kriegen, oder? Ne? Ein weiteres Spiel gefällig. Gibt's denn noch mal was? Fertig, 3, 2, 1, los. Okay, es gibt anscheinend keinen weiteren Preis. Naja, komm. Die eine Minute haben wir. Ich kriege echt viel Lust auf Jet Force Gemini, auch wenn das echt ein paar schwierige Stellen hatte. Vor allem auch im späteren Spielverlauf nerviges Backtracking. Und ich glaube aber, dass das von der Grafik einfach nicht mehr so gut spielbar ist. Müssen wir mal ausprobieren. Auch ein großartiger Rare-Klassiker, ey. Also Rare hat echt abgeliefert, ey. Auf dem N64, muss man einfach so sagen. Perfect Dark, Jet Force Gemini, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64. Alles durchwegs großartige Spiele. Was?